Im Kontrast zu unserem Texture Pack halt. Na gut, okay, 128 Bit und dann hier die 16-Bit-Texturen drin. Ist schon irgendwie klar, dass das etwas komisch aussieht, aber man kann damit leben, denke ich. Huch. Oh Gott, da wird's ja noch größer. So. Oh, Backe. Bing. Ach so. Umbringen. Genau, da war ja was. Irgendwo ist hier ein Creeper reinge. Ach, da vorne. Wie wär's mit etwas Licht? Danke sehr, sehr freundlich. Auch wenn ich hier die Fackeln selbst setzen muss. Oh, geht das tief runter hier? Hat eine Höhle. Jetzt möchte ich allerdings wirklich erstmal wieder nach oben gerne. Ich weiß, hier unten, ihr habt mich auch sehr lieb, alle, aber ich hab halt immer gern, wenn ich an einer Ecke anfange und mich dann durchbuddeln kann. So. Puh. Interessante Höhle, Höhle, also. Gefällt mir. Dabei wollten wir diesmal gar keine Höhle finden und finden dann so ein Mordsding. Lassen wir es hier alles mal runterfallen. Gucken, ob man hier auch irgendwo eine Treppe bauen kann. Ach, sieht ja schlecht aus. Wenn ich Glück habe. Nö. Das war ein bisschen weit jetzt, also. Ich wollte eigentlich im Wasser landen, so ganz elegant. So. Ups. Wow. Schnell wieder hoch. Gott, wie groß wird diese Höhle, wenn wir irgendwann hier alles rausgepopelt haben? Oh, kommst mich besuchen? Ja, die XP-Kügelchen sammeln wir natürlich ein. Hier drunter ist massiv, oder? Nö, von wegen. Wieso auch? Wieso habe ich schon wieder die Silk-Touch-Spitzhacke in der Hand gehabt? Gott! Huch, ist eine Hexe. Immer noch kein Sound. Schade. Ah, ein paar Flaschen. Yay, ich habe mein Community-Team zusammen. Alles Flaschen. War natürlich nur ein Spaß. Ja, ich weiß, der Witz war tief und er fliegt immer noch. Aber mein Gott, vielleicht sollte ihn jemand abschießen. Hey, wenn noch ein paar weitere Hexen kommen. Was habe ich eigentlich hier? Langsamkeit. Bin ich nicht schon langsam genug? So. Oh. Ist hier eigentlich alles unterkellert? So. Gott, wird das hinterher hier ein Chaos, hier rumzulaufen. So. Jetzt gehen mir halt langsam wirklich die Fackeln aus, aber das ist kein Problem. Ich habe hier ein paar Stöckchen gedroppt. Immerhin.
Man hat das Gefühl, es geht wirklich immer tiefer hier. Das ist der helle Wahnsinn. Creeper? Habe ich da eigentlich... Ach, plündern 3, na gut. Das erklärt, wieso ich so viel Scheiße kriege. Ja, eigentlich möchte ich jetzt erstmal das Stück Kohle da haben. Aber da ich zu blöd bin, über einen Block zu balancieren. So. Versuchen wir erstmal so ein bisschen wenigstens hier. Ach, guck mal, eine Spinne. Die hätte ich jetzt nicht töten müssen, ich weiß. Einfach mal ausleuchten hier. Na toll. Keine Fäden gedroppt. Hier ist gerade niemand. Die lege ich gleich in die Kiste, wisst ihr das? Bin ich so los? Also Eisen ist ja auch ganz schön viel. Naja, Diamanten wären mir jetzt lieber, aber vielleicht kann ich hier ja endlich mal durchgraben. Enderman ist jetzt nicht so ein großer Störfaktor. Hier dann nochmal eine Fackel hin. So. Kann der sich nicht hier raus teleportieren? Ach, nee, von wegen weg ist er. So. Wir sollten vielleicht auch mal so ein bisschen Rohzeug farmen. Nicht immer alles sofort polished, sondern auch vielleicht mal eine Reihe Rohzeug. Vielleicht kann man daraus ja auch was bauen. Wir bauen ja auch mit Cleanstone, also. Und mit Cobblestone. Ups. So. Boah, hat der mich jetzt erschreckt. Ich dachte, der wollte auf mich losgehen. Schon wieder so ein Loch. Das gibt's doch nicht. Überall hier Löcher. Diese Höhle ist ein Schweizer Käse. Weil kannst du aus dem Weg gehen, Junge? Runter da. Man geht dem Iro. Oh oh. Jetzt hab ich's. Jetzt ist er sauer. Puh. Na von wegen. Endermänner. Die sind aber auch sperrig, die Viecher. Also. Und vor allem, der war ja so provokant, der wollte angeschaut werden. So. Woho. Legen wir die mal hoch. Dann hat man mal wieder so ein bisschen Überblick, was das Inventar sagt. So.
Hier die letzte Fackel anbringen. So, die Kohle nehmen wir mit. Zack, zack. Vier Plätze noch frei, aber keine Fackeln mehr. Das heißt, weit buddeln können wir jetzt nicht mehr. Da wird es schon zu dunkel. Können wir hier noch ein bisschen was mitnehmen? Oh. Ein Smaragd. Ein Mountain-Biom hier. Na gut, die Berge. Aber ich dachte eher, das wäre so ein zerstörtes Steinbiom. Nee, Extreme Hill. Oha. Ganz oben runter nach ganz unten. Wir könnten jetzt den Aufzug benutzen. Da müssen wir jetzt wirklich so vorsichtig sein, dass wir halt nicht an die Lava kommen. Ich hoffe, da oben geht's wirklich weiter. Ah, sieht gut aus. So, schön in die Ecke. Ah ja. Hier waren wir irgendwann schon mal hier. Ja. Hier kann man auch noch ein bisschen weiter abbauen. So. Wir haben jetzt schon so viele Fackeln hier rein investiert, aber es ist immer noch an so vielen Stellen so richtig knatschedunkel, also. So. Wieder nach hier. Ich hoffe, sie bauen übrigens noch Treppen und Halbsteine zu dem neuen Stein ein. Also zumindest zu den Polished. Also das ist so zwingend notwendig. Und bitte auch zu den Dingensteinen. Zu den farbigen Lehmsteinen. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal nach oben. Denn so ganz ohne Fackeln im Dunkeln, das ist für euch doof, ihr seht nichts mehr. Für mich nicht ganz so doof, für den Creeper doof. Und überhaupt alles doof. So, da kamen wir nicht her. Stimmt, wir sind hier am Rand immer hochgeklettert. Und es ist zur Abwechslung mal dunkel draußen. Yay. Dafür scheinen wir ein gutes Händchen zu haben. Dafür auch. So. Dann schauen wir mal. Also will ich jetzt eine Reihe auch normale haben? Die letzte Reihe wird dann Mixed oder Mixed sein. So, jetzt fehlen dort noch wie viele Blöcke? Das sind 12. Mal sehen. Nee, warte mal, viermal. So, Bing. Haben wir die Reihe schon mal voll. Und die hier zumindest angefangen. So, dann ein Stack davon noch. Die habe ich jetzt natürlich falsch rum drin liegen. Und davon brauchen wir auch noch ein Stack. Und nochmal 12.